Grin dick! So Max, jetzt geht's ab. Jetzt wieder der erste Art, die neuen kommenden Garçon Shocks. Ja. Der Weekday Jean und auch der Aero Shirt, also die M&M Cap und natürlich Versace Jacke. So, ja, Frühstück, oder? Ab geht's. Find's angenehm? Ja, chillig, so chillig. Fühlt sich gut an und die Kette stört gar nicht so wie gedacht. Dafür schaut's halt einfach nice aus, wenn man runterschaut. so die Kartier sammelt. Hat das geschmeckt? Ja. Lecker. Ah, so läuft der Hase da bei euch, oder was? Standard. Ganz normaler Standard hier bei uns. Uff, Leute. Schaut's mal, das ist der Vlog im Vlog. Puffer-Liga, dieser Puffige Haufen. Und das ist schon ein Highlight-Piece auf jeden Fall. Aber safe, dürfen nicht dürfen. Fotos gemacht, kriegst du Gram. Und wir haben noch ein Videodrehen gemeinsam mit Willi und Vincent, da freue ich mich schon drauf. Nur sicher. Okay. So, der große Koffer und der kleine Koffer sind gepackt. Erdgeschoss, machen wir uns am Weg. Geht's nach München? Hier der große Koffer im Bild. Ein kleiner Pissen ist gar kein Ballkommen. jetzt checken wir dann im Hotel ein, da muss ich noch Videos schneiden für morgen und dann drehen wir Offenheit oder Off-White. Offenheit oder Off-White. Alter, jetzt wie lange fahren wir jetzt? 4-5 Stunden? Wieder eine 5-stündige Autofahrt. Leider. So wie du fahrst. Ja, wenn ich fahre, sind wir in 4 Stunden. Mann, das war ein Spaß, bitte nicht. Das letzte Mal, wo wir racingmäßig gefahren sind, hast du dich, da ist der schlecht gegangen danach, gell? Ja. Yep. Aber komplett am Arsch, nur weil ich so schnell bin, ich gar nicht gefahren. Das wird alles rausgeschnitten. Du passt hier voll zum Boden mit deiner Jacke. Passt voll zum Boden mit der Jacke. Tschüss, Max. Warum ist denn der so dreckig? Weil du unter einem Baum stehst. Der Arme, den müssen wir wieder putzen. Na, das ist ein Urdruck da unten. Scheiße, Mann. Ich habe mir noch gedacht, wir sollten da nicht drüber gehen. Das wird rechtlich, das ist. Schau es an, Alter. Boah. Na bravo. Ab geht's nach Munich. Was ist denn das? Was ist das? Das ist Vogelscheiße. Na, Mann. Doch. Grindig. Welches Drecks. Scheiße. Wer scheißt mir da auf die Autotür? Das gibt's ja nicht! Wie ekelhaft ist denn das schon? Das geht ja nicht weg! Leck mich doch am Arsch her! Geh auf! Du musst die Ritze schön ausputzen. Das war kein Kaiserschiss. Du Penner. Ende. Ekelhaft des Todes. Na sicher, beleucht den Schund auch noch. Na klar. Max, hier? Das ist eine Verarsche. Du Penner! Und Max, gutes Feedback über Leipzig? Gutes? Nur ein gutes? Darf ja, ich ein gutes? Nur ein gutes. Da kann ich leider nichts dazu sagen. Kurzes Feedback. Ja, aber nice. Also die Jungs, die haben wir ja schon in München getroffen. Die sind halt mega entspannt alle, mit denen verstehen wir uns sehr gut. Hat sich einfach dann gut erübrigt, dass wir da vorbeikommen konnten und was gemeinsam gemacht haben. Also war mega lustig. Auch die Couch. Ich bin kein Typ, der gerne auf Couches oder bei irgendjemandem am Boden pennt. Aber es hat sich einfach so ergeben und es war mega chillig. Mhm. Ich habe einfach genug von der Bundeswehrzeit mit irgendwo schlafen. Mittlerweile bin ich schon ein alter Mann und habe es gern gemütlich. Du Red, Alter, Sitzheizung auf Vollgas eingestellt. Also du bist sowieso im Comfortable Life. Bro, der steht nur, dass du Bescheid weißt, nicht, dass du dem. Das sagst du mir jedes Mal, aber ich check schon, dass die stehen. Ja, du rast da ja auch immer hin mit 50. Naja, dann scheißen sie sich an und fahren schneller weiter. Das bezweifle ich. Feuer! Es regnet nicht. Fuck, es regnet nicht. Das erste Mal seit 3 Tagen. Naja, gut, wir sind seit einem Monat. So lang kommt man da schon vor. So lang kommt man da schon vor, als die ganze Zeit regnet. Das erste Mal ist ein Lichtblick. Es ist, wenn wir brav die Tankstellenfresserei um 35 Euro zusammengegessen haben. Ja, danke schön. Deswegen haben wir jetzt ein schönes Wetter, Leute. Geil, Leute. Wie lange fahren wir jetzt noch? 2 Stunden. Nein. Siehst du, da kannst du viel chilliger fahren, da habe ich eine Sicht. Da fahre ich nicht nur auf Spekulation, circa geradeaus. Toll! Jetzt will ich mich echt sicher hier nehmen. Ja, ich fahr, teilweise sehe ich gar nichts mehr und denke mir so, ja, in die Richtung wird schon. Was? Echt nicht? Ja, manchmal schon. Wenn es wirklich arg regnet, denke ich mir, ah, das passt schon. Schau die Reifen von meinem nächsten Porsche. Wirklich? Juhu! Max? Ja? Soll ich dir was zeigen? Was? Komm her. Ha 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 ha!
Bist du Maus? Mit einem Schwung. Maximilian, der Einpackprofi. Na klar. Auf den Millimeter. Herzlich willkommen, mein Freund. Danke, haben wir es endlich geschafft, Alter. Check mal, ob wir da rein können, wie das passt. Und okay. Ja, tu sie zu dir rüber, bitte. Die Tasche bitte auch rausnehmen. Du kannst alles putzen, was daheim bist. Hab keinen daheim. Darmstadt ist los. Was? Was? Ich hab das alles auf Kamera. Ist das Kamera? Ja. Okay, wir können jetzt hier stehen. Oh, okay. Lamborghini Merch. Wir können jetzt hier stehen. Ja. Und wir werfen einfach morgen in der Früh. Du wirfst morgen in der Früh. Wir? Penner. Hier links. Gut, machst du das. Maske, Alter. Bist du hier mal über die Dumbo-Ohren drüber gekommen? Ah, warte, ich muss meine Maske noch. Bro, der Aufzug ist zu klein, Mann. Yasin, musst heute mal das Zimmer neben mir. Jo. Wirklich? Jo, Alter. Sehr gut, heute mal nichts kuscheln, heute hat jeder sein Zimmer, nicht schlecht. Naja, obwohl. Du kannst ja nicht unsere Zimmernummer leaken. Die kommen ja dann und schlecken die Laken ab. Sofitel ist kein, ha? Sofitel ist es nicht. Also, das sind deshalb Freunde. So, Max, jetzt zeig mal dein Zimmer her. Leute, herzlich willkommen bei MTV Cribs. Und da ist schon mal wer ermordet worden. Das riecht schon so. Das ist ein Pornozimmer. Erstens bin ich froh, dass jeder sein soll. Ja, da komme ich gleich in Stimmung. Schau, hier kannst du, während du kackst, den Kopf waschen. Geil. Okay, passt. Tschüss. Schau, geh in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer. Das war's von der Route. Ich habe meine Karte verloren. Ich habe meine Karte vergessen, ne? Sir Maximilian. Was geht ab? Wir können gehen. Oh. Oh, sehr gut. Ja, gehen wir. Hey, soll ich dir was zeigen? Warum geht das bitte? Ah, da doch. Oh, schau, das kann natürlich was. Ich habe die Lampe da ausgebaut. Ich habe das da runtergegeben. Warum? Ah, damit es heller ist? Ja. Klassischer Juxel. So. So ein Penner. Jetzt gehen wir fett essen, Rate. Oha, Bre, bisschen schickimicki, ja? Gönnen wir uns ordentlich. Jetzt wird einer gefressen, Alter. Max, ja? Hast du die Preise angeschaut? Bro, wir schauen nicht auf den Preis. Gönn dir einfach, okay? Bestell dir, was du willst. Alles auf meinen Nacken. Ich bestelle auch Vollgas. Ich fange gleich mal an mit dem Hummer auf Sauce Hollandaise. Was? Als Vorspeise. Damn. Leute, jetzt geht's aber richtig ab. Erster Gang, here we go. Dankeschön. Ui. Oh. Ding. Dankeschön. Oh, gegessen, oder? Bro, vielen, vielen Dank. Ein bisschen Limonade haben wir auch da unten. Ja. Füßen wir dann natürlich brav ins Bett, ganz klar. Weil morgen ist ein anstrengender Tag, jetzt gehen wir nicht mehr weiter. Und wie viel hast du bezahlt? 250. 250 Euro. Gut gegessen, gut getrunken, was willst du mehr? Prost! Prost, Bro! Prost, Buddy! Hallo! Alles Liebe! Das ist wieder mal typisch. Zurück in Wien und was ist das Erste, was wir machen? Limonade trinken. Classic. Was da passiert, seht ihr dann natürlich, liebe Leute, im morgigen Vlog. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid dabei in der Maximilian Army. Abonniert diesen Kanal oder auch umgekehrt. Und ja, seid gespannt auf morgen. Das ist von mir, der Reh. Alles auf meinen Nacken.